herzlich willkommen zu einer neuen Folge Style Diaries. Heute zum Thema große und kleine Frauen. Mein Gast Elem. Hallo, da bist du. Ich habe dich gar nicht gesehen. Du kleine süße Maus, du komm her. Und mein Gast heute, Elem, aus einem Format auch von Otto, meine Kollegin eigentlich sogar. Ja, von genau. ReFashion machst du. Genau, ReFashion. Was machst du da genau? Erzähl. DIYs mache ich, also ich bastel und Outfit-Kombination und Styling-Tipps. Ne? Tipps, ja, okay. Es passt auf jeden Fall heute zu unserem Thema. So, wir sind heute hier, um zu sagen, was kann man als große Frau und was kann man als kleine Frau tragen? Was hast du für Tipps, wenn man kleiner ist? Was kann man da machen? Zum Beispiel, dass man einfach darauf achtet, dass man sich nicht zu bunt anzieht, ja, und ne, damit man dadurch nicht so viele Unterbrechungen hat. Und, also eine große Fläche. Ein großes Kleid zum Beispiel würde einen größer machen, theoretisch. Ja, obwohl da muss ich dann wieder sagen, Maxi-Kleider bei Kleinen ist ja auch wieder dann so eine Sache. Ne? Da müsste man schon dann echt hohe Schuhe drunter ziehen und man wirkt dann wirklich größer. Also oder zum Beispiel Schlaghosen, finde ich. Also Schlaghosen sagt, auch. Schlaghosen dürfen keine kleinen Frauen genau. anziehen. Genau, also es muss dann wirklich, die Hose muss schon irgendwie bodenlang dann sein. Und dürfte ich das mit dir ausprobieren hier? Kannst du? Weil ich habe gerade gesehen, ich habe... Warte, bleib sitzen. Meinst du, passt da rein? Also, oder... Ich würde das, jetzt das, sagen, das nein. Ist, ist nicht zufällig High-Waist? Könnte sein. Ja, weil das ist dann auch nochmal cool bei kleinen Frauen so. High-Waist. Tipp, bevor ich hier jetzt verschwinde. Okay, geil. Okay, gut. Wenn ihr zu Hause sagt, oh, ich habe auch noch einen tollen Tipp, weil ich bin klein und mir hilft immer das und das zu machen, könnt ihr natürlich in unsere Kommentare reinschreiben, was man noch machen kann. Oder wenn ihr sehr groß seid und sagt, oh, ich hasse es, groß zu sein, wenn ihr da Tipps habt, auch sehr, sehr gerne reinschreiben. Da können wir uns noch inspirieren und ihr helft den anderen Leuten, die gerade zuschauen. Sehr gut. Und, ready? Oh Gott. Warte, ich hoffe, ich stolpere nicht. Schau. Okay, warte, aber ich steig perfekt. Warte, jetzt habe ich noch Schuhe für dich. Welche Schuhgröße hast du? 35, 36. Alter. Du hast bestimmt keine Schuhe für mich. Ja, okay, die müsste ein bisschen noch... Warte mal, wir können ja mal eben aber so das sieht ein bisschen... Oh Gott, aber das sieht toll aus. Schummeln. So, und? Ich sehe mich nicht. Du musst... Sehr, sehr schön. Und jetzt erinnerst du mich irgendwie so an eine Penelope Cruz oder so eine Ariana Grande. Weil die haben oft sowas an, ne? Ja, das stimmt. Die sind auch klein. Wahrscheinlich deswegen, weil das ist toll. Sehe ich größer aus? Ich finde, du siehst größer doch, aus. Doch, ne? Ich finde, du siehst viel größer. Ja. Würdest du dazu was Langes jetzt eher tendenziell anziehen oder was Kurzes? Oder? Ja, eher was Kurzes. Kurzes. Genau, deswegen habe ich jetzt auch meine Bluse hier so vorne mal weggesteckt, sodass man auch sieht, dass das dann High-Waist ist. Ja. Ne? Dann sehen die Beine halt nochmal um einiges länger aus. Hast du doch vielleicht ein paar Tipps, so andere Sachen, die man noch zu Hause so nachmachen kann? Also, oder No-Gos finde ich auch immer ganz gut. Also wir sind ja nicht für No-Gos, aber was halt so schnell noch kleiner wirken lässt. Also zu voluminöse Sachen, also diese ganzen Oversized-Geschichten und so, obwohl... Das sind halt Regeln, ne? So, kann man natürlich brechen. Also ich bin, bin auch gern in Oversized irgendwie unterwegs, aber dann achte ich schon drauf, dass ich es zum Beispiel untenrum enger habe, ne? Leggings drunter oder sonst irgendwas. Boyfriend-Hosen sind zum Beispiel auch voll cool, aber auch da muss man vielleicht ein bisschen ein paar mehr anprobieren, um zu gucken, welche sieht ein bisschen vorteilhafter aus, wo gehe ich nicht wirklich unter. Obwohl ich finde, solche Hosen zum Beispiel finde ich persönlich besser bei kleineren Frauen, weil das so cute ist. So, du bist Justin Biebers Freundin und hast deine Hose an, weißt du? Und bei so großen wie bei mir ist es dann so ein bisschen, es wirkt dann sehr männlich. Finde ich nicht mehr so süß, aber let's see. Ja, lass mal gucken. Bist du fertig? Bin gespannt, ja. Findest du nicht schön? Du hast dich jetzt auch nicht gesehen, ne? Aber ich find's sehr cool. Ja, finde ich cool. Finde ich sehr cool. Du hast hier jetzt auch noch Ketten, glaube ich. Schmuck ist ja auch so. Ja, man sagt ja irgendwie, wenn man klein und zierlich ist, sollte man eher so auf filigranere Ketten und sowas setzen und nicht so auf Statement-Sachen, ne? Hier ist wahrscheinlich, das ist eine Statement-Kette, oder? Aber fände ich an dir trotzdem auch nicht schlecht. Aber auch das finde ich. Fand ich trotzdem auch gut auch an kleineren Frauen. Also ich glaube, wir uns auch verrückt damit jetzt. Was darf man, was darf man nicht? So, und wenn ihr jetzt sagt, hey, das sind noch nicht genug Outfits, die ihr heute gezeigt habt, dann haben wir für euch diesmal das Nachstyling mit Elem und mir zusammen. Also zwei Leute im Nachstyling. Oh mein Gott. Elem zeigt einmal ein Outfit für kleinere Frauen und ich eins für größere Frauen. Bis gleich, viel Spaß. No time, no time to stay.
Okay, weißt du was, Elim? Ich glaube nicht, dass Oversized nicht gut aussieht an kleinen Frauen. Deswegen habe ich überlegt, während unserer Unterbrechung hier im Nachstyling. Ja. Ich würde super gerne mal diesen Pulli. Ach, shit. Leute, jetzt dachte ich, es wäre ein großer Pulli, aber das ist so ein Cardigan. Ich hätte gerne irgendwie sowas gesehen. So ein Oversized Pulli mit Overknees. Weil ich glaube, wenn du so einen großen Pulli anhättest, mit Overknees, das wäre geil. Warte, ich guck mal, ob ich hinten noch was habe. Okay. Ich trage gerne XXL, ne? Guck mal, ich sag das mal. Ich kaufe auch so, ist auch XL. Das sind so Kaufsachen, die halt gerne so ein bisschen lockerer sind. Das ist für mich ein Top, aber ich glaube, für dich wäre es ein Kleidchen. Und ich glaube, bei dir als Kleidchen sieht das richtig, richtig geil aus. Und deswegen will ich es gerne mal sehen. Zu dann vorne, ne? Zu und dazu, zu den Zuen. Bitte einmal meine absoluten Lieblingsschuhe überhaupt, diese Overknees, diese, oh, einmal das dazu. Okay. Und damit ihr nicht so lange warten müsst, diesmal wieder, habe ich einen kleinen Trick für euch. Oh, wow. Und? Okay, okay. Oh, das sieht so schön aus. Oh Gott, du kannst dich leider nicht sehen, aber das ist so... Nee, ich kann mich leider nicht sehen. Also geht das doch, komm mal hier hin, das sieht so, ey, das sieht so schön aus. Es ist sogar echt noch lang. Geht, ne? So. Und das geht im Po. Ja. Ey, das sieht richtig, richtig, das sieht aus wie so ein krasses Designerkleidchen jetzt, ne? Voll geil. Ich will mich sehen. Warte. So, und bevor ich dich entlassen kann, so auf meine Party, habe ich noch eine Sache für dich. Denn wir haben unsere wunderschöne Tafel hier hinten, wo alle meine Gäste unterschreiben müssen. Die wird am Ende der Staffel verlost, Leute. Sehr cool. Und ja, Elim, warte, ich hole dir deinen Stift. Elim, das war's schon. Das war's schon? Ja. Also, Elim, ich weiß, das war's schon. Raus. Oh. Ey, danke schön, dass du da warst. Ja, das war super schön. Vielen, vielen Dank, hat so Spaß gemacht. Wenn ihr auch sagt, es war cool, dann abonniert doch unseren Channel. Da seht ihr uns beide die ganze Zeit wieder. Und auch Likes da lassen und kommentieren und ihr wisst das was alles, ne? Und das nächste Mal sehe ich euch wieder in 2 Wochen mit dem Thema Leder, mit dem Gast Valentina. Und das wird geil, ne? Ja, finde ich auch. Cooles Thema. Ja, sehr, sehr gut. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Wir freuen uns. Macht's gut.